Wir sind schuld. Wir sind schuld. Glauben Sie, dass irgendein Pole Schuld empfindet für die Verbrechen in Oberschlesien? Vor weniger als 20 Jahren haben die Polen hier gemordet. Haben Sie vergessen, dass wir hier rüber, Sie wissen, was, dass Sie wegkommen. Los, weg, weg, weg! Los, verteilen! Verteilen! Panzer da! Panzer von rechts, ich werfen! Links am Waldrand, zwei Russen, Feuer! Los, Jürgen! Du schaffst das! Ich schaff das nicht! Und ob du das schaffst? Keiner muss doch Vaters Hof weiterführen. Paul ist in Frankreich geblieben. Wie willst du denn da jetzt hinkommen? Komm, wir müssen weiter. Und wir werden auf!
Die Russen ziehen sicher gegen Belitz. Welcher Bus ist längst verwendet? Richtig. Wir sitzen hier fest. Wir verlieren den Anschluss. Wer seid ihr? Mach dein Maul auf, Junge! Gefreiter Jürgen, wir wurden von unserem Zug getrennt. Weiter jetzt! Wenn die Russen uns zumachen, sitzen wir in der Falle. Was ist mit Johann? Weiter! Ich habe wohl seit mindestens 20 Stunden kein Artilleriefeuer mehr gehört. Keiner von uns kennt die Lage. Wir hätten uns nach Berlin bewegen sollen. Hier nützen wir niemandem was. Ich habe das Gefühl, wir laufen im Krieg davon. Der letzte Scheiß! Wir hätten dem Russen Berlin niemals überlassen dürfen. Wir haben dir ohnehin schon so viel überlassen. In Berlin hätten wir auch niemandem geholfen. War schon richtig, dass wir nach Süden gehen. Es sind schon viele Soldaten in unnötigen Stellungen gefallen. Halt dein Maul! Das verstehst du nichts. Es ist viel zu jung. Das hat alles seinen Sinn. Es ist die Pflicht des deutschen Soldaten, Befehle zu befolgen. Und jetzt Ruhe! Es mag vielleicht schlecht auf Deutschland stehen, aber der Krieg ist noch nicht verloren. Für uns ist er verloren. Wenn wir den Anschluss nicht finden. Schnell jetzt! Da kommt Metzger! Nichts. Alles frei. Weiter jetzt! Ich komme nicht mehr. Wer bist du eigentlich? Heinrich. Das ist der Schießleiter. Ich bin heiß. Danke. Ich hab Angst, Hans. Ja, wir sind ziemlich aufgeregt. Aber den SS-Männer sind wir gut aufgehoben. Besser als allein. Die sind erfahrene Krieger. Die bringen schon irgendwie durch. Und zum Kriegen mal wieder was Anständiges zu essen. Wenn du weiter jammerst, nicht.
Macht sich lieber zu einem Aufbruch bereit. Wir müssen gleich weiter, wenn wir den Anschluss wieder kriegen wollen. Mein Schuh ist schon wieder kaputt. Keine Zeit! Weiter jetzt! Nimm dir doch einfach was. Ich kann doch nicht einfach dran gehen. Meinst du, der Schafhörer würde fragen? Gefreite! Durchsucht sie! Seht, ob ihr was Brauchbares findet! Das ist ein Befehl! Also los! Ins Grab. Was meinst du? Guck ihn dir doch an. Kein Plan von der Lage und redet nur Scheiße. Dafür scheint der Sturm und schwer in Ordnung zu sein. Und was hältst du von diesem Metzger? Ja. Wie ist der bloß zu den Namen gekommen? Weißt du? Ich bin froh, dass du hier bist. Wenigstens einer von der Truppe. Was meinst du? Ja, von dem Wehrmachtmensch. SS Sowetz. Dieser Johann. Bei dem habe ich ein gutes Gefühl.
Vielleicht können wir ja bald endlich nach Hause. Der erinnert mich an meinen Onkel. Ich habe mit meinem Onkel früher immer Dame gespielt. Was ihm wohl geht. Hans? Ja? Kannst du Dame spielen? Im Gegensatz zu dir schon. Ich hab dir doch gerade gesagt, dass ich früher mal mit meinem Onkel gespielt habe. Schon gut. Bringst du mir bei? Ja klar. Wir brauchen nur ein paar Steine, dann können wir direkt anfangen. Komm! Steine brauchen wir, dann suche ich noch welche. Jeder braucht 16 Stück. Hast du gesehen? Der Johann ist Oberschaftsführer. Schöner Rang als Peter. Das hat Peter sicherlich nicht gefallen. Meinst du, deswegen haben die den die ganze Zeit gesucht? Keine Ahnung, aber Friedrich und er scheinen sich schon länger zu kennen. Was meinst du, was sie jetzt vorhaben? Ich vertraue Johann. Er wird die richtige Entscheidung treffen, davon bin ich überzeugt. Das hoffe ich auch. Ist wieder dran. Du Heinrich, ich glaube, ich habe eine neue Taktik entwickelt. Was denn? Wie? Komm, lass uns zu den anderen gehen. Und dann hat Metzger hier die Russen entdeckt. Peter wollte natürlich sofort erschießen, aber der Kleine hier meinte, dass sie vielleicht zu einem Versteck wollen und was geklaut haben oder so, aber das werden wir jetzt wohl nicht erfahren. Heinrich, richtig? Dann verdanke ich dir wohl mein Leben, Soldat. Aber was macht ihr eigentlich hier? Habt ihr Wendt nicht erreicht? Wisst ihr was von den anderen Truppen teilen? Der Feind ist hier überall. Wir werden uns nach Bayern durchschlagen, zu den dort stationierten Truppen. Unglaublich viele Streitkräfte werden sich dort versammeln. Und mit der geballten Macht von Volkssturm und Heer werden wir Deutschland wieder befreien. Seien Sie doch nicht dumm, Scharführer. Wer glaubt denn sowas noch? Das sind doch alles Gerüchte. Was schlagen Sie vor, Oberscharführer? Was sollen wir Ihrer Meinung nach tun? Was hatten Sie eigentlich vor? Ich wollte meinen Bruder in Sicherheit bringen. In ein Lazarett oder ein Krankenhaus. Danach hätte ich dafür gesorgt, dass er nach Hause kommt. Armer Herbert. Mir scheint, dass der Krieg nicht mehr zu gewinnen ist. Was haben Sie vor? Ich habe vor, nach langer Zeit endlich mal wieder etwas ruhiger zu schlafen. Sie haben doch nichts dagegen, Scharführer. Natürlich nicht, Oberscharführer. Thank you.
aufwachen! Wir müssen weiter, verdammt nochmal! Ein neuer Morgen und nichts hat sich geändert. Hatte Metzger nicht die letzte Wache? Wir haben getauscht. Scharführer Barrow, ich habe was mit Ihnen zu besprechen. Unter vier Augen. Worum es da wohl geht? Weiß nicht genau. Scheint was Ernstes zu sein. Der Oberscharführer sah ziemlich ernst aus. Johann hat gerade seinen Bruder beerdigt, ist dann selber fast umgekommen. Nur um jetzt mit so ein paar heruntergekommenen Gestalten wie uns durch die Gegend zu irren. Wie würdest du denn gucken? Als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, war er komplett besoffen. Wir haben früher mal bei uns in der Kneipe geknobelt. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Hilf mal dem Kleinen. Was machen Sie hier, Scharführer? Was meinen Sie damit? Was haben Sie vor? Der Krieg ist aus. Jetzt tun Sie doch nicht so, als wüssten Sie das nicht, Scharführer. Seien Sie doch nicht albern. Was ist mit den Truppen in Bayern? Es gibt keine Truppen mehr. Der Krieg ist aus. Deutschland ist wieder besetzt. Dönitz hat kapituliert. Dönitz? Der Führer ist tot. Herrgott, Scharführer. Wie lange irren Sie denn schon in den Wäldern herum? Sehen Sie sich doch mal an. Sie sind ja völlig heruntergekommen. Was Sie vorhaben, ist doch geisteskrank. Was war das? Eine Parabellum. Ja, wie? Wir müssen weiter. Oh, wartet ihr noch! Weiter jetzt! Wo ist Johann? Verräter! Was? Er wollte zum Feind überlaufen! Er konnte die Schmach nicht ertragen und hat sich selbst erschossen! Weiter jetzt! Spätrupp 5 Mannstag. Die erledigen wir! Das war ein guter Schlag. Los, weiter jetzt. Bist du bescheuert, Mensch? Munition für diesen Rüssel zu verschwenden? Ich glaube, ich spinne. Thank you.
Los! Weiter jetzt! Man wird uns über Kilometer hinweg gehört haben. Hier. Sind besser als unsere. Komm mit. Glaubst du, was Peter gesagt hat? Nein. Ich glaube, Peter hat ihn erschossen. Aber warum sollte er es tun? Ich kann mir nicht vorstellen, dass so jemand wie der Herr Oberscharführer zum Feind überlaufen würde. Um keinen Preis. Schwer nicht. Nur bloß, dass sie jetzt anfangen, sich gegenseitig zu erschießen. Wie kommen wir denn jetzt nach Hause? Weiß nicht. Können wir nicht einfach abhauen? Ich will weg von Peter. Peter wird das mitbekommen. Dann werden wir die Nächsten, die erschossen werden. Irgendwie müssen wir hier wegkommen. Ich will das nicht mehr. Kannst du nicht mal mit einem von den anderen reden? Mit Metzger sicher nicht. Und Friedrich traue ich mich gerade auch nicht anzusprechen. Er kannte Johann ziemlich lange. Wie sind wir hier nur reingeraten? Als die Russen schuld. Ich geh pinkeln. Schau mal, jetzt mal ehrlich. Der Scharführer hat den Oberscharführer erschossen. Das weiß doch jeder hier. Das ist Wahnsinn. Unterstellen Sie etwa einem SS-Scharführer Kameradenmord? Nein, ich meine nur, wir hatten seit 5 Tagen keinen Kontakt mehr zu der Truppe. Gefreiter. Was, wenn der Krieg schon längst aus ist? Gefreiter! Was machen wir denn dann? Wir machen weiter. Ich habe mit Friedrich geredet. Und? Thank you.
In Ordnung. Ich habe uns ein paar Möhren besorgt. Da wird sich Mütterchen freuen. Wir hatten so lange nichts Anständiges mehr, aber jetzt wird es ja wieder besser. Ich hoffe es. Ich bin wirklich froh, dass die Amerikaner hier sind und der Russe nur bis zur Elbe gekommen ist. Der kennt keine Gnade, habe ich gehört. Aber die Amerikaner haben doch auch die ganzen SS-Leute einfach so hingerichtet. Die haben doch das ganze Dorf auf die Tätowierung überprüft und war nicht gerade zimperlich. Ich werde nie vergessen, wie der Herr Ziegler um sein Leben gefleht hat. Und sie haben ihn einfach erschossen. Wir können nur auf ihr Wohlwollen hoffen. Die Hauptsache ist, dass der Krieg endlich vorbei ist. Die Möhren liegen draußen. Ich hole sie gleich. Hans! Kein Wort zu den anderen. Ja? Was wäre denn, wenn der Krieg wirklich schon vorbei ist? Das wäre schön. Immerhin haben wir schon lange keine deutschen Soldaten mehr gesehen. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir sind.
Peter hat gesagt, er wüsste, wo es lang geht. Da! Die können wir nach dem Weg fragen. Hi, Littler! Was wollt ihr? Wir sind von unserem Verband getrennt worden. Sind Ihnen größere Wehrmachtsaufkommen in der Nähe bekannt? Wehrmachtsaufkommen? Sag mal, seid ihr nicht ganz normal? Was soll denn das heißen? Sie stehen einem SS-Scharführer gegenüber. Ich kenne die verdammten Ränge. Ich war 3 Jahre in Norwegen und jetzt kommt erstmal wieder zur Vernunft. Ich hab mich wohl gerade verhört. Habt ihr Waffen? Wir brauchen jeden Mann im Kampf um Deutschland. Kampf? Der Krieg ist aus, mein Junge. Aus? Schwachsinn. Deutschland wird niemals kapitulieren. Aber das würde ich vermutlich auch sagen, wenn ich mich vom Krieg drücken würde. Ich hatte mal 6 Söhne. 6. Siehst du vielleicht 6 junge Männer hinter mir? Oder auch nur 2? Der Krieg hat mir 4 Kinder genommen. Und diese 2 hier wollten alle kämpfen, aber ich habe sie ihnen untersagt. Und jetzt gibt es keinen Krieg mehr, in dem sie sterben könnten. Dann sind sie also ein Feigling. Wie kannst du es wagen, Junge? Ich bin Träger des EK2. Ihre Söhne nehmen wir mit. Wer sich weigert, wird erschossen. Was soll denn das? Seid ihr alle nicht ganz bei Trost? Der Krieg ist aus. Verdammt nochmal aus! Dann sind Sie ein Verräter. Peter, lass die Leute in Ruhe. Das sind Deutsche. Das sind Zivilisten. Metzger, seid raus! Die hängen wir auf! Wenigstens ein paar Vorräte, Lebensmittel. Gar nichts gebe ich euch. Wir haben selber nichts. Wehrkraftzersetzer werden aufgeknüpft. Hast du nicht zugehört? Dönitz hat kapituliert. Seit dem 8. herrscht Frieden. Von Kapitulation zu sprechen, ist Verrat. Die SS nicht zu unterstützen, ist Verrat. Nenn mir nur einen Grund, warum wir diese Schweine am Leben lassen sollten. Scharführer, lassen Sie die Leute zufrieden. Was soll das werden, Hans? Willst du einen deutschen Soldaten töten? Wenn Sie ihn töten, töte ich Sie. Du willst mich erschießen? Halt die Fresse! Das ist Wahnsinn! Ich kann nicht zulassen, dass Sie unsere Landsleute töten. Verstand verloren! Der ist kaputt, Friedrich. Essen wir! Ihr werdet dem Feind nichts von uns erzählen. Seid ihr eurem Endsieg jetzt ein Stück näher gekommen? Wir können Peter nicht hier liegen lassen. Hans, du kriegst Peter. Aber... Halt die Fresse! Sei froh, dass ich dich nicht aufhängen lasse. Warte, ich helfe dir.
Wir rasten. Und nun? Er hat es verdient. Warum musst du auch einen Zivilisten töten? Und wen bringst du als nächstes um? Mich? Oder vielleicht Friedrich? Ja genau, Friedrich, er hat es verdient. Ich habe ihn letztens dabei gesehen, als er einen Russen umgebracht hat. Sowas ist Mord? Das ist kein Mord, wenn man einen Russen tötet. Ach, das ist ja interessant. Und warum nicht? Weil die Kommunisten unser Vaterland zerstören. Die Schweine haben es verdient. Wir sind Soldaten. Und wir sind auch Soldaten. Darum ist es kein Mord. Peter war auch Soldat. Du hast ihn also nicht ermordet, Hans. Ich hab's verdient, mag sein. Ich glaube, wir verdienen es mittlerweile alle. Warum erschießt du uns nicht, Hans? Warum erschießt du dich nicht selber? Was? Du hättest es verdient. Nein. Aber wer kämpft dann weiter für das Reich? Friedrich. Wer? Warum? Warum laufen wir denn seit Wochen durch unser geliebtes Vaterland? Friedrich, nimm die Knarre runter. Ohne Verpflegung, ohne Unterkunft. Wir sind doch die Herrenrasse. Wir sollten die anderen Völker als Sklaven halten. Aber wir töten uns gegenseitig. Warum erschießen wir uns denn nicht alles selbst? Ich hatte doch keine Wahl. Warum fürs Vaterland sterben, wenn wir wehrlose Männer töten können? Und deren Familie. Lass mal gut sein. Das Essen klauen. Ist gut, Junge, ist gut. Und jetzt? Ich weiß es nicht. Was machen wir jetzt? Ja, was glotzt du mich denn so an? Meinst du, ich weiß das jetzt? Wir begraben Peter. Und dann weiter. Warum verbrennen wir ihn nicht einfach? Und die Russen laden wir gleich mit ein? Die können das Feuer doch meilenweit sehen. Was soll man graben? Wir haben doch keine Schaukeln. Nutzt deine Hände, Idiot! Deutsche Männer und Frauen, Soldaten der deutschen Wehrmacht, unser Führer Adolf Hitler ist gefallen. In tiefster Trauer und Ehrfurcht verneigt sich das deutsche Volk. Frühzeitig hatte er die furchtbare Gefahr des Bolschewismus erkannt und diesem Ringen sein Dasein geweiht. Am Ende dieses seines Kampfes Bewusstsein der Verantwortung übernehme ich die Führung des deutschen Volkes in dieser schicksalsschweren Stunde. Meine erste Aufgabe ist es, deutsche Menschen vor der Vernichtung durch den bolschewistischen Feind zu retten. Nur für dieses Ziel geht der militärische Kampf weiter. So weit und so lange die Erreichung dieses Zieles durch die Briten. Schenkt mir euer Vertrauen, denn euer Weg ist auch mein Weg. Haltet Ordnung und Disziplin in Stadt und Land aufrecht.
tue jeder an seiner Stelle seine Pflicht. Nur so werden wir die Leiden, die die kommende Zeit jedem Einzelnen von uns bringen wird, mildern und den Zusammenbruch verhindern können. Wenn wir tun, was in unseren Kräften steht, wird auch der Herrgott nach so viel Leid und Opfer uns nicht verlassen. Was ist das? Warum hatte Peter es bei sich? Johann muss ihn bei sich gehabt haben. Peter, du Schwein. Wie hat Dönitz noch gesagt, um deutsche Menschen vor der Vernichtung durch den bolschewistischen Feind zu retten? Na, wir sind der großartige Befehlsempfänger. Komm, mach ihn fertig. In diese Richtung liegt ein Dorf. Hans-Heinrich, guck, ob ihr Vorräte findet. Und ein Lagebild wäre auch nicht schlecht. Wie heißt das Dorf da vorne? Kirchheim. Sind da irgendwelche Soldaten? Nein. Gibt es sonst irgendwelche Neuigkeiten über den Krieg? Das letzte Mal haben wir vor einigen Wochen deutsche Soldaten gesehen. Hans, wir müssen hier weg. Ihr habt uns nicht gesehen, verstanden? Wir sind doch nicht in der feindlichen Kugel. Komm! Ich meine, du hast Peter erschossen, dann noch zu Friedenszeiten. Bist du jetzt ein Mörder? Peter hat doch die ganze Familie hingerichtet, damit sie uns nicht verraten. Er wusste, dass wir keine Chance haben, dass wir tief drin saßen. Aber Peter ist nicht mehr wichtig. Die ganze Gegend hier ist der Hand der Amerikaner. Was werden die wohl mit uns machen? Vorne sind die anderen. Lass uns Bericht erstatten. Danach fragen wir einfach, würde ich mal. Wir haben zwei Mädchen getroffen, die konnten uns bestätigen, dass der Krieg vorbei ist. Das sieht nicht gut für uns aus. Wir gucken erstmal, dass wir euch in Sicherheit bringen. Wir besorgen euch normale Kleidung und werden die Uniform los. Die Amerikaner wissen nicht, wie er aussieht. Und am besten möglichst schnell. Und was mit dir und Metzger? Sonst wird das nicht so einfach. Wieso? Wegen der Blutgruppentätowierung. Ja. Die sind eindeutig erkennbar. Wir versuchen uns im Dorf, aber erst morgen. Ich weiß nicht mehr weiter. Deckungsfeuer! Heinrich, Stellung! Halt!
Kind! Du bist mein! Freeze! Stop it. What are you doing? Stop it. Stay online.